Ich höre gerade im Radio was von selbstfahrenden Bussen. Würdet ihr mit einem selbstfahrenden Bus fahren wollen? Also ich eher nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bringe jetzt die Probe von Emily zum Tierarzt, dass die abgeschickt werden kann ins Labor, dass das untersucht wird. Ich habe jetzt nicht so viel sammeln können seit Mittwoch irgendwie. Und wahrscheinlich, wenn ich die Probe abgebe, dann geht es heute Abend so richtig los und ich hätte voll viel Material, wie es eigentlich vor Mittwoch auch immer war, aber naja, schauen wir mal. Bei uns hat es heute früh ein bisschen geschneit, so ganz leicht, ist es natürlich nicht liegen geblieben. Laut Autothermometer haben wir 0 Grad, nee, jetzt ist es wieder 1 Grad. Auf jeden Fall, also vom Schnee ist nichts liegen geblieben, das war aber klar. Jetzt seid ihr wieder ein bisschen mit mir Auto gefahren. Einige von euch mögen das ja ganz gerne. Die Probe habe ich abgegeben. Wir haben gesagt, wir schicken es dieses Mal in ein anderes Labor. Ich überlege schon wieder, was ich heute zu Abend essen kann. Also ich habe Hunger und ich will eigentlich so was richtig Gutes essen. Und irgendwie ist mir das alles zu langweilig. Mit ziemlicher Sicherheit werde ich wieder das gleiche essen wie immer auch. Also es gibt ja nicht so viele Varianten. Ich koche ja auch nicht so gerne und irgendwie, keine Ahnung, ich will so was richtig Leckeres. Für mich ist Essen immer so für die Seele und ja, ist mir auch extremst wichtig. Ich habe am Mittwoch die Sammelrechnung bekommen und es war mit die traurigste Rechnung, weil der Holly noch mit drauf stand, mit Kreuz vorne. Und das die letzte Rechnung ist, wo sie mit drauf steht. Das hat mich halt einfach sehr, sehr traurig gemacht. So, wie süß ist bitte der Bruno? Das Füßchen ist so süß hier. Wie er das hier so genau an den Stuhlpfosten hat. Vorhin habe ich die Babys nochmal kurz hüpfen lassen und Erik kam aus dem Schlafzimmer, saß an der Schwelle vom Schlafzimmer zum Wohnzimmer, hat sich wieder vor irgendwas unglaublich erschrocken und ist wieder ab unters Bett. Und langsam glaube ich, dass das alles vielleicht auch irgendwie mit Angst und Unsicherheit zu tun hat. Und ich denke mir so, wir müssen da irgendwie dran arbeiten oder ausziehen. Das wäre das Beste, wenn dieses Schlafzimmer nicht mehr die Rolle spielen würde. So, Bruno, du erkundest hier. Ich habe das Finale geschaut und es war sehr emotional und es war sehr, ich bin immer voll mit dabei, also so richtig. Das erste Date hatte er ja mit Anna. Und da hat man schon so richtig die Chemie gemerkt, auch als sie nochmal zusammen ihre Reise angeschaut haben, als das nochmal so zusammengefasst wurde. Da hat man das schon gemerkt. Und dann hatte er das Date mit Jana Maria und die haben ja dann auch nochmal ihre Reise zusammen angeschaut. Und an seiner Reaktion hat man gemerkt, er war da nicht mehr so ganz mit dabei. Also bei Anna war er auch so voll mit dabei und dann mit Jana Maria
irgendwie hat man gemerkt, nee. Man hat es auch an seiner Mimik gemerkt. Also ich versuche das ja auch immer so ein bisschen zu deuten und zu lesen und zu verstehen. Und man hat es einfach voll gemerkt, dass, nee. Und dann hat es sich ja letzten Endes für Anna entschieden. Und ich finde auch gut, wie sie das geschnitten haben, also immer so versetzt. Und wenn ich nicht schon gespoilert gewesen wäre, dass ich ja gewusst habe, dass es Anna wird, also es wäre mega spannend gewesen, dieser Schnitt. Und ja, letzten Endes hat dann Anna die letzte Rose bekommen und ich fand die beiden so süß zusammen. Ich habe mich richtig gefreut. Anna war meine Nummer 1 Favoritin schon die ganze Zeit. Und ich finde, die beiden harmonieren auch richtig gut zusammen. Und man sagt ja, dass Paare sich im Gesicht ähnlich sehen. Und ich finde, die beiden haben so eine gewisse Ähnlichkeit von den Gesichtszügen und so her. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, zu seiner Entscheidung. Schaut mal, wie süß Bruno ist. Emmy brütet in ihrem Nest, ist gerade aber sehr müde, wie man sieht. Aber die Ohren sind auf 7:30. Sagt man 7:30 oder 7:30? So süß der kleine Mann. Wie er mit beiden Füßen im Essen steht. So, und ich glaube, Lotte Potte kommt aus dem Schlafzimmer. Ich höre sie zumindest. Nein, sie ist... okay, doch nicht. Okay, diese blaue Jeans, die finde ich so schön und die ist so bequem. Also die ist mega bequem. Ich weiß jetzt nicht, welche blaue das ist, weil ich hatte ja verschiedene blaue. Aber die ist auf jeden Fall mega bequem. Ich habe mir noch mal eine schwarze Jeans ausgesucht. Und das müsste eigentlich auch eine Dropwaist sein. Kommt sie jetzt? Da kommt sie, Mann. Ich wusste doch, dass die Lotte kommt. Mit Verzögerung. Erik kam. Ist aber schon wieder alarmiert, wie man sieht. Da gehe ich doch lieber ins Bad. Wie dann immer das Schwänzchen geschüttelt wird. So, jetzt setzt sich die Lotte in Emmys Nest, was die Emmy mühsam ausbrütet. So, da ist der Erik wieder. Ich versuche ja immer, euch Erik zu zeigen, aber wenn er immer im Schlafzimmer ist, ist es schwierig, ne? Aber wir wollen ja, dass er mehr hier ist bei uns, weil er zu uns gehört, gell? Und weil wir eine Familie sind, Erik. So, da hat er euch Hallo gesagt. So, Emmy muss ihr Nest wieder richten. Und ordnen. The reason why I make it through. I can't think without you, breathe without you. Hey, you are the only one, yeah, that is true. I can't think without you, breathe without you. Oh, I believe in you and me together. You and me always, forever. Lottchen. Oh, I will give you everything, whatever. Turn my back on you, no never. Yeah, I promise I'll be there. Cause you're my number one. You are my number one. Comparable to mine. What you are. You are my number one. You are my number one. Comparable to mine. Als Vorspeise gibt's heute 2 Orangen und dann koche ich mir Nudeln mit Zucchini-Lauchgemüse. Abendessen ist fertig. Ja. Käseberg und Erik. 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 Jetzt sind wir mal hier.
Schatzi, man kann nicht immer allein im Schlafzimmer sitzen. Ach Gott, wenn wir nur endlich ausziehen könnten, dass dieser Schlafzimmerwahnsinn ein Ende hätte. Er dreht ja völlig durch, also es ist echt... Schatz. Erik, was ist denn das mit dir? Hm? Was ist denn das mit dem dunklen Schlafzimmer? Vorsicht! Lotte, jetzt keinen Chefanfall in Emmys Nest. Hm? Der Frühling. Sie brummt dann auch immer so. Ich weiß nicht, ob man das durch die Kamera hört. Aber dieses Brummen, hm? Kein Chefanfall in Emmys Nest. Das hat sie so schön gebaut. Was ich ja aktuell noch schaue, ist Germany's Next Topmodel. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schaut. Wahrscheinlich auch wieder die wenigsten. Und ich denke, ich werde die Folge heute schauen von gestern. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Aber ich finde es so traurig, dass der Bachelor vorbei ist. Also das ist, glaube ich, meine Nummer 1 Sendung. Bis morgen, wir freuen uns auf euch. Tschüss.